Hey Leute, es ist Februar, es ist kalt, es ist Winter, es hat Schnee und ich habe einen Flug gebucht. Es geht nach Amerika von Mitte August bis Mitte November und dann mit dem Fahrrad immer der Westküste entlang. Freue mich drauf. Eine Bikepacking-Tour stellt Ansprüche. Nichts zu vergessen, was unterwegs wichtig sein könnte. Alles unter dem Aspekt Gewicht. Am Schluss sind es genau 24 Kilo inklusive aller Taschen. Bye bye für 3 Monate. Hallo, es geht bald los nach Vancouver und dann in die USA bis nach San Diego mit dem Fahrrad. Und hier steht ein Flugzeug. Aufbruch. So viele Gedanken, so viele Sorgen. Wenn der Flieger abhebt, ist plötzlich alles wie weggewischt. In diesem Zimmer habe ich die letzten 4 Nächte verbracht. Nichts Besonderes, es ist das Main Hostel hier in Vancouver, aber für die Nacht hat es getan. Tagsüber war ich sowieso auf Touren und vor allem auch mein Fahrrad organisieren. Es ist ziemlich laut, es ist an der Straße, es ist, ja, die Betten sind sauber, aber der Rest, na, da ist noch Luft nach oben drin. Ihr hört ziemlich laut hier an der Straße, ein Lastwagen, ein Emergency-Wagen, die Polizei und das Tag und teilweise auch noch. Ein Glück, dass ich Rohrstopfen dabei habe. Na du? Ich habe mich ja entschieden, ein Fahrrad in Vancouver zu kaufen. Der Fahrradjob gab mir die Gelegenheit, das Bike ordentlich zu testen. So bin ich 3 Tage lang mit meinen Taschen in den Fahrradjob gelaufen und habe meine ersten Touren in Vancouver und um Vancouver herum gemacht. It's too big for the fame. It's got to be fame. Oh, really? I stay here in the best bike shop in Vancouver. No, they in organize the in the world, the yeah. In the world, come on. Okay, this come is on. Paul, this is George. They organized my bike for the great trip to San Diego. We're the experts for Germans for San Diego. We love German guy. We any love any German guy. Who's going to San Diego has to come here. Yes. Okay. And he has to leave. Yeah, yeah. He can't stay. He has to leave. Okay. Okay. I report you when I stay in San Diego with the bike. Perfect. Okay. We'll need to see what it looks Paul, like. Paul, thank you for all. For, easy, for Justin. Reserved. Easy, easy. Thank bike. You for coming. Yes. Perfect. Thank you. Viva Germany. Viva Germany. Viva Vancouver. Here. Habe gerade mein Fahrrad vorbereitet. Schaut euch das mal an. Das ist das neue Fahrrad, das ich hier in Vancouver günstig bei Reckless Bikes gekauft habe. Wieder der Anbau, hier mein Handy drin, hier so die Ersatzteile, Schlüssel. Hier hinten kommen die Taschen und ganz wichtig, hier hinten die Flaggenhalterung und GoPro-Halterung. Neuer Helm. Ein schönes Fahrrad, ein Cube-Fahrrad mit einem 500-Watt-Motor.
Flaschenhalterung, Schlössern. So, unterwegs auf der Seaside Bike Route in Vancouver. In Vancouver haben wir wunderschöne Fahrradwege überall. Was war das für eine Brücke? Und die Fahrt durch den Stanley Park mit den Totempfahlen. Wahnsinn! Es klingt schon gut an hier in Kanada. Ja, meine erste größere Tour durch diesen Park hier. Es war zwar ein Schild dran, Bären, Schwarzbären wurden hier wohl schon gesehen. Man soll sich vorsichtig verhalten. Aber bisher habe ich noch keinen gesehen. Außer ganz, ganz viele Menschen unten am Fluss beim Baden. Aber es ist wunderschön hier. Kaum ein paar Kilometer von Vancouver entfernt ist man schon mitten in der Natur. Wieder zurück über eine große Brücke. We'll be right back.
heute eine anstrengende Tour gegen den Wind nach Richmond. In Richmond wohnen wohl die Reichen in Vancouver. Wir sind jetzt ganz außen an der Meerseite und es hat Wind ohne Ende und genau von vorn. Aber jetzt geht's um die Ecke und dann habe ich den Wind von hinten und dann läuft's wieder. So langsam bekomme ich eine Ahnung von dem Trip, der mir bevorsteht. 3200 Kilometer. Jeden Tag zwischen 50 und 80 Kilometer. Egal, ob die Sonne heiß scheint, ob es regnet, ob es Wind hat. Jeden Tag. Aber ich freue mich auf die neuen Begegnungen mit Menschen. Ich freue mich auf neue Entdeckungen. Und ich freue mich auf neue Erfahrungen im Leben. Amerika, ich komme.